Es ist schon ein paar Jahre her, seit dem letzten Hochwasser hier in Aaren zu Bern. Aber es kann jederzeit wieder zu Überschwemmungen kommen. Für den Schutz von Gebäuden ist ein bewusster Umgang mit Naturgefahren entscheidend. Darum sehe ich in der Sensibilisierung von Bauherren, Gebäudeeigentümern und Baufachleuten grosses Potenzial. Es gibt einfache und bewährte Lösungen für Naturgefahren sicher zu bauen. Man muss sie als Bauherr oder Architekt aber frühzeitig in Betracht ziehen und konsequent umsetzen. Der Schadensimulator fördert das Bewusstsein für Hochwasser und die Risiken, die damit verbunden sind. Der Schadensimulator hilft auf eine spielerische und gleich wissenschaftlich fundierte Art und Weise, sich mit dem Hochwasserrisiko und seinen Einflussfaktoren auseinanderzusetzen. Eine der Hauptaussagen des Schadensimulators ist, dass der Schutz von Neubauten nicht reicht. Der Schutz von bestehenden Gebäuden ist gerade so wichtig. Diese Erkenntnis ist sehr wichtig für die Ausrichtung der Hochwasserprävention. Das A und O beim Hochwasserschutz ist, dass man ihn früh in der Planung berücksichtigt. Wer später denkt, zahlt für Planungsänderungen, teure technische Installationen oder macht Abstriche bei der Sicherheit. Das gilt besonders beim Neubau, ist aber ebenso wichtig bei Umbauten und Sanierungen. Nur wenn man früh an Schutzmassnahmen denkt, gelingen wirksame Lösungen ohne oder mit geringen Mehrkosten. Typische Schwachstellen sind Tiefgarageneinfahrten und weitere Gebäudeöffnungen oder z.B. Lichtschächte. Bei bestehenden Gebäuden gibt es beispielsweise wasserdichte Tür und Tor für Zugänge und Garagen. In den meisten Situationen bieten nur permanent installierte Massnahmen einen zuverlässigen Schutz. Weil häufig passieren Überschwemmungen innerhalb Minuten bis Stunden. Auch hier in Aaren in Bern, wo es eine professionelle Alarmierung gibt und die Vorwarnzeit mehrere Stunden beträgt, sind permanente Massnahmen am besten. Im Idealfall sind diese Massnahmen gar nicht als Hochwasserschutz sichtbar. Manchmal braucht es auch Kompromiss. Speziell bei bestehenden Gebäuden werden darum häufig auch mobile Schutzmassnahmen wie Dammbalken eingesetzt. Solche Massnahmen brauchen aber regelmässiges Üben und eine professionelle Wartung. Zudem sollten sich Eigentümer nicht auf die Wehrdienste verlassen. Online-Tools wie der Schadensimulator fördern die Sensibilisierung für Hochwasserrisiken und unterstützen die Prävention. Die kantonalen Gebäudeversicherungen engagieren sich stark in der Prävention und betreiben die Informationsplattform schutzvornaturgefahren.ch. Die dient Bauherren, Gebäudeeigentümer, aber auch Architekten und Planer als interaktive Planungshilfe.